Moin moin und willkommen zurück. Wir befinden uns vor den Toren von Stratholme oder auch Stratholm oder wie auch immer. Juhu. Und werden jetzt mal gucken, was Arthas hier angerichtet hat, kurz bevor er den letzten Rest Menschlichkeit verloren hat. Schauen wir mal. Jetzt wird die Lore ausgepackt. Hallo? Ich bin Wagen gefahren, da konnte man ein bisschen Smartphone benutzen. Ja, und außerdem hat man ja diese Mission schon in Warcraft 3 gespielt, mein Newtstar. Ja, na, und zumal hat man den Anfang ja in... Was war es, Kata? Weiß nicht. Die Stratholm Linksbums. Linksbums? Da war uns das mit Stratholm, ja. Ich erinnere mich. So ein Erdbeben wäre jetzt günstig. Da müssten wir aber nach Japan umziehen oder so. Mein Gott, war der schlecht. Aber doch. Hallo, ich hab schon einen Schluck Energy Drink getrunken. Das geht jetzt die ganze Zeit so. Juhu. Hallo, wo ist denn noch einer? Tut ihr die doch mal. Tut ihn doch mal. So, gut, ich bemühe mich jetzt, mich zu benehmen. Aua. Ja. Aua, 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 aua. Ich hab die nicht gepult. Scheinbar. Weil hinten die Mages sind auf mir drauf. Boom. Scheiß untotes Gesocks hier. Das habe ich mir anders vorgestellt. Ja. So, kurze Pause. Seid doch mal lieb zu mir. Los. Unbedingt mein Addon ändern, ey. Verwirrt mich so krass. Hallo! Sind alle her? Weiß ich nicht. Mein Addon gerade umstellen. Was denn für ein Addon? Schummelst du? Naja, ich wollte mal ein aktuelles Inline-Aura haben, hab jetzt eins, was irgendwie aber fünf Cooldowns gleichzeitig anzeigt. Achso, Inline-Aura ist nicht mehr cool, da muss man jetzt, glaube ich, was anderes benutzen. Aber ich weiß gar nicht, wie es heißt, ich kann ja nachher mal gucken, was ich da gerade benutze. Warte mal, ja genau, machen wir nachher. So, Quest, so, Tabak. Okay, es waren doch alle. Schubst sie nur aus Sicherheitsaspekten, wisst ihr. Das habe ich nicht anders erwartet. So, Schneiderei brauche ich nicht. Essenzen, cool. Können wir die Gildenbank wieder vollmorden. Stirb! Der Vater, ey. Du stirbst gleich. Ich sterbe nicht. Habe ich nicht geskillt. So, wo sind wir denn eigentlich? Hier sind wir und da müssen wir erstmal hin. Am besten chargest du gleich rein. Ja. Obwohl.
muss dann einfach nur ein bisschen Feintuning machen mit dem Addon. Weil das, was es mir hier anzeigt, ist nämlich mein Mahlstrom und nicht irgendein Cooldown, der drauf ist. Das ist natürlich erstmal verwirrend, wenn man denkt, wieso tickt jetzt mein Flammenschock plötzlich 40 Sekunden lang. Okay, aber dann ist es cool. Schauen wir mal. Also so, ja, man... Die Zahlen halt so groß gestellt, dass man die halt kaum übersehen kann. Naja, zockst du ja wahrscheinlich jetzt, auch in 40 Jahren noch, dann ist das gut. Ja, aber jetzt überlappen die sich halt. Vorher waren die nebeneinander. Also da ist halt dann, der Mahlstrom ist halt angezeigt, weil der ja den Schock praktisch beeinflusst. Ich zünd eine Ele. Und es wird halt die Top-Zeit. Hä? Achso, das ist nicht der Boss? Also, der sieht nicht bossig aus. Aber hier war doch der Kurier, war das nicht ein Boss früher? Nee. Und jetzt kommt, glaube ich, einer, wenn du die Kiste aufmachst. Schauen wir mal. Da ist er. Naja, der hat nicht wesentlich mehr Life. Also, so gar nicht. Aber er betäubt. Ja, also, wir brauchen den Ele ja auch nicht so dringend. Da kann man den schon mal. Kann man. Ja, na, ich dachte, bevor wir hier, wisst ihr, es wieder lächerlich machen vor der ganzen Welt. Ich weiß jetzt auf jeden Fall jeder wieder, auf was er sich einstellen kann. Magiestoff, gib mir mehr. Juhu. Gehen wir da zeitgleich runter. Schön. Jetzt ein Erdbeben, ey, das wäre der Knaller. Also ich mache hier nichts. Brauche gar keinen Cast ansetzen. Ne, du könntest ein Ede stellen. Ja. So, warte mal. So. Habe ich alles getan. Meine Macht. Geedit, 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 geedit. Okay, hab ich. Da ist noch einer. Jetzt nicht mehr. So. Cool. Was ist der da vorne da? Da nehmen wir den mit. Den Rare unter dem links von dir. Ja. Das? Rechts oben. Da, wo ich hingucke. Ja. Ist denn da einer? Der steht da. Ach, da. Der. Klar, nehmen wir den mit. Ich hab den nicht gesehen. Ist auch erst aufgeploppt, als ich einen Target hatte. Okay. Bestes Addon ever. Super, ich glaube, wer den Zauber unterbricht, den er gerade angesetzt hat, der wird in Schlaf versetzt. Sprich, ich. Na dann, kümmere ich mich mal. Ach nee, ich war anscheinend zu langsam. Okay, immer waren es die anderen. Cool. Hab ich noch nicht. Neat? Okay, Neat, ja. Okay. Oh, ich hab mal was gewonnen. Ja, Alex, ich glaub's nicht. Was ist denn das, eine Taschenlampe? Keine Ahnung. Wieso war das gerade so hell bei dir im Kopf? Ist man ja sonst nicht gewöhnt. Das war das Alarm-Zeugs, oder? Achso. Denke ich, glaube ich.
Alter! Schickst du die alle rum? So, warst du heute denn fleißig? Ich war heute fleißig, auf jeden Fall. Wo die es schon wieder gar nicht verdient hatten. Wieso? Haben sie schon wieder... Wenn du in die Küche reinkommst, alles voll steht noch von den Resten von dem Festival von gestern und in der Küche so ein... School's out, genau. Und in der Küche so ein wunderbarer Geruch nach verschimmeltem irgendwas hängt, aber komplett. Und du dann auch nur einen großen Topf mit irgendwas siehst, was mal Suppe und oder Eintopf war. Wo aber ein Zentimeter dick Pelle drauf ist, dann hast du schon wieder keine Lust mehr. Ja. Und dann sag das doch mal so. Ich hab da schon so oft gesagt, ich sag da jetzt nichts mehr. Und jetzt für die letzten 2 Monate habe ich jetzt auch keinen Bock da, mich noch mehr als nötig. Ach so, danach hörst du auf. Das wird ja dann mit der Abendschule nicht mehr, genau. Alter, wie wir die hier alle fertig machen, wa? Ja, aber die Bosse sind auf jeden Fall schon mal wieder easier als... Genau, meine ich ja. Den grausamen... Ah, Booster, kann ich nur empfehlen. Ach, das Weihwasser. Brauchen wir einen anderen. Schlag zu. So, ich hole mir schon mal das Weihwasser. Brauche ich das auch, oder? Na, das brauchen wir in der nächsten Stratholm-Inni. In der nächsten Stratholm-Inni? Ja, da ist das halt Bestandteil. Also ich weiß nicht, ob man es da auch noch mal kriegen kann. Ich auch nicht. Aber... Wir können das bestimmt. Jetzt kamen ja gleich die vielen Dicken, wa? Ja. Es blinkt, ich blinke. Ja, ich heile schon die ganze Zeit, aber bei dir passiert so semi-viel. Hui. Ich will immer meine rasende Regeneration nicht verschwenden. Ja, genau, die könnte man ja noch brauchen, wenn man tot ist. Ja. Ich mal selbst. Ich bin um. Ach nee, die Dicken sind ja im zweiten Teil. Jetzt kommt der scharlachrote Kreuzzug. Stimmt. Das finde ich so ein bisschen ätzend hier, den Teil. Nicht so viel Spaß. Wahrscheinlich auch, weil die Kamera so tief hängt, dass man hier kaum was erkennt. Ja. Aua! Jetzt hatte ich angecharged. Konnte ich nichts für. Songs. Ist ja irgendwo ein Magier, oder? Ein Caster, ja. Sah magisch aus. War mal gestritten. Mann, die schubsen mich. Ich will nicht geschubst. Wer wird schon gerne geschubst? Na, die sind so weit weg. So. Ich hab jetzt zurückgeschubst. Du musst es ausbaden. Weil du schon wieder alles gepult hast. Na. Ja. Warum sage ich auch was?
Jetzt schubsen sie mich auch. Was siehst du? Wie fühlt man sich da so? Scheiße. Dann die? Ich anke gleich, wenn ich sterben sollte. Das war nicht so schlau. Ich bin um. Ja, geil. Könnt ihr das ein bisschen kontrollierter machen? Ja, wieso hast du noch nicht die Aggro von allen? Was bist du für ein Tank, ey? Du kannst doch nicht sagen, ich soll zurückschubsen, dann wirst du damit nicht fertig, wenn ich es mache. Also erstens, weißt du, und drittens, da fehlt ein zweitens. Zweitens, ich gebe nichts ab. Nicht, dass ich ein Level abhoppe und dann holst du wieder rum. Hier ist übrigens eine Kiste mit Weihwasser, die du in der anderen Indie brauchen wirst. Erstens, warum sollte ich hier rumheulen? Zweitens, okay. Cool, die nehme ich nicht, da ist ein Totenkopf drüber. Ja, das ist gefährlich, pass auf. So, am besten jetzt nichts pullen. Ich weiß nicht. Aber ist ja auch schön, dieses Dungeon, oder? Dass irgendwie, es gibt einen Boss, den man besiegen muss und das alles sind Bonusziele, alles andere. Ach echt? Ja, steht doch rechts. Ja, ich finde die an sich extrem atmosphärisch, Stratol. Also ja, das ist es. Selten sowas Gutes gespielt. Mit welchen fängst du an? Mit dem Einzelnen da. Die. War noch nicht mal Elite. Entschuldigung. Sag mal. Huch, ich hab mich vertappt. Ich hab mich vertappt. Hast du nicht letztens noch gesagt, dass sie das Tappen irgendwie besser gemacht haben? Ja, na, man kriegt halt immer jemanden ans Ziel, den man noch nicht drin hatte. Das ist natürlich bei mehreren Gruppen, die im Raum stehen, ein bisschen schwierig. Bleib doch mal hier. Dann kommt... pünktlich, wo sie sterben. Eine rechtschaffene Kugel. Nehm ich. War total wichtig mal. Brauchte man für die Kreuzfahrerverzauberung, glaube ich, damals. Mhm. Und wer wollte keine Kreuzfahrerverzauberung damals? Heiler. Hm. Aber ich glaube, das war die Nahkampfverzauberung. Also ich habe ja High-End nicht gespielt, aber... man hat das nicht das, was man dann auf jeden Fall auf die Account-gebundenen Waffen gemacht hat. Das wollte ich gerade sagen. Genau, also der Stärke-Proc und gleichzeitig noch Heilung. Und später, also zu PC-Zeiten war er Mungo, das plus Ultra. Hm. Das hatte ich auch drauf beim Schurken, da war ich ganz stolz und der Effekt sah auch so schön aus, ey. Ich glaube, da hattest du mir damals noch Geld geliehen, damit ich mir das kaufen konnte mit meinem Luzi. Nee, der Dudu hatte das, glaube ich, nicht drauf. Hatte ich das nicht? Nee, ich glaube, der Dudu hat sich, glaube ich, Beweglichkeit auf die Waffe gemacht oder sowas. Aber wie hieß denn die? Also ich weiß noch, die erste Verzauberung auf jeden Fall... Ich habe nicht gepult, der hat mich zuerst angegriffen. Gut möglich, ja. Alter, ey, können die sich mal zusammenreißen hier so ein bisschen? Diese Drummelschubse ist ein bisschen anstrengend. Jetzt weiß ich auch, warum keiner. Warum die alle die Erweiterung spielen und keiner mehr hier trainiert. Dun, dun, dun. So, einmal Vollhotten und drauf da.
Hat er dich angecharged? Ich bin immer entwaffnet die ganze Zeit. Ist egal. Ja, aber ich frag mich, was die machen. Mir meine Krallen entfernen und die Zähne rausschlagen. Die fassen dir unters Fell und nehmen dir deine richtige Waffe weg. Jetzt kommst du. Jetzt zu wissen, von welcher Waffe du da redest? Na, von der, die du nicht dem Viren gestellt anhast. Machen wir den Kommandanten hier an Richtung? Ja. Cool. Ich will nur gucken, ob der aufpasst. Aua, nicht hauen. Der haut. Kommt. So, jeder, der das Video spannend findet, kann das gerne in die Kommentare schreiben. Oh, also, ihr seid natürlich so abgelenkt von der Spannenheit des Videos, dass ihr euch nicht davon... Bitte was? Von der Spannenheit? Ja. Wir haben jetzt übrigens gerade den zweiten Teil von Stadtholm freigeschaltet. Ich würde sagen, das könnte sehr interessant werden. Ich würde sagen, man sollte vorher zu Farag gehen. Aber wenn wir jetzt schon mal hier sind... Hab ich keinen Bock darauf, dass das wieder so läuft wie im Düsterbruch. Das läuft ganz anders. Nee, da bin ich mir nämlich nicht so sicher. Wer wissen möchte, wie es gelaufen ist, kann sich gerne das dritte Teil Düsterbruch Video angucken. Wir verlinken es auch nicht. Es ist spannend. Sehr. Und lang. Weil wir nicht oft gestorben sind, deswegen ist es so lang geworden. Ja. Hier ist der ganze Raum? Nö. Dich nehme ich. Randa. War also doch alle. Welches Level haben die denn hier? Ich passt gar nicht auf. 45 oder so. Das war jetzt, was ich gesehen hatte. So unser Level. Na, jetzt nicht mehr. Gehen wir erst hier? Ja. Ein Schießtyp, oder? Ich hasse Schießtypen. Die betäuben mich voll die ganze Zeit. Musst du sie zurückbetäuben? Okay. So. Ja. Hab ich gemacht. Bei dir bricht da nicht die Apokalypse aus. Du dich rächst. Das bringt auch voll gar nichts, weil. Naja, egal. Komm her! Natürlich hat er die doch mitgepult. So, sind wir schon fertig? Nicht mehr lange, es dauert. Macht dein Charge eigentlich, macht nur benommen oder stunt der auch? Bewegungsunfähig. Ja, ist voll assi sowas, oder? Können sie wenigstens schon den, wieso haben sie das dann rausgenommen? Der war wahrscheinlich zu mächtig im PvP, aber... So, der hat sich halt auch super gemacht zum Zauber unterbrechen. Ja,
ich fand's auch mal besser, alles. Früher war alles besser. Anders. Immer und ungesehen. Ich bin scharf. Du bist scharf? Naja. Ich weiß ja nicht. Verwandelt. Boah, ey. Wie rechtschaffend wir so sein können sich. Nach dieser Inni. Geschiebt. Geschiebt. Cheap, cheap. Ich finde es übrigens immer echt witzig, wenn man im Funk und Fernsehen oder so irgendwann mal die Bärengeräusche hört vom Dudu. Warum sollte man die hören? Na, weil das halt diese klassischen Geräusche sind, die jeder dritte Filmemacher nutzt, die man im Internet irgendwie nutzen kann. Dieses Gebrüll, wenn du zum Beispiel früher, als du noch irgendwie Wut holen konntest und so. Mhm. So, dieses ganze Zeug. Okay. Wo ist eigentlich der auferstandene Hammerschmied? Der kommt dann schon. Ich hab Aggro. Was? Wo kam die denn jetzt her? Von hinten. Und also warum? Ich glaube, das sind die Typen, die sich in die Kanonen ansetzen. Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall werden es immer mehr. Wir sollten den mal schnellstens. Ja, vielleicht sollten wir die Kanonen. So geht's auf jeden Fall auch. Ja, ich weiß gar nicht. Was war hier mit den Kanonen? GZ! Ich kann mein Stoffteil austauschen. Na, das wird ja auch mal Zeit. Ich weiß nicht, ab wann war das? Ab Level 50 oder so? Dass, wenn man alles das Richtige trägt, kriegt man irgendwie 5% Int-Bonus oder sowas? Irgendwie so war das. Das ist Nummer 1. Na, das mit dem Hammerschmied. Auch das ist der Endboss, glaube ich. Töten. Hier kann man was benutzen. Soll ich das mal benutzen? Hier sind Spielepläne. Ja, da kommt bestimmt der Hammerschmied, da ist er schon. Na, siehst. Du bist so schlau. Bin ja auch ein Bär. Stimmt, sagt man also, du bist so schlau wie ein Bär, sagt man ja auch immer. Naja. Ich weiß nicht, warum das so abwegig sein sollte. Jaja. Ich meine, in mir schlägt ja auch das Herz von einer Eule, von einem Baum, von einem Hirsch. Ach so. Ich habe heute auf YouTube mal sämtliche Cinematics in Anführungszeichen gesehen von den Mounts, die die Klassen halt haben jetzt. Ne? Wir sagen, na, Dudu hat da ganz schön die Arschkarte gegriffen. Wa? Also, sie ist ja ein bisschen peinlich, die Eule. Ist es. Kann man sich das wenigstens aussuchen, ob man so aussehen will? Ich weiß es nicht. Das noch nicht gemacht. Ach, echt nicht? Ich glaube nicht. Ja, was mich hier so ein bisschen stört, ist halt dieses Indoor-Feeling, dass man halt irgendwie ständig hängt, irgendeine Flagge vor der Kamera oder so. Okay. Das wird ganz schön hart. Schiebt. Kann nichts machen. 3, 2, 1, Heal kommt. Cool. Ich bin gleich oben. Okay, da habe ich nicht aufgepasst. Ich kann nicht anken. Kann er nicht. Cool. Naja, es wäre ja auch langweilig, wenn man jetzt irgendwie ist, einfach nur durch. Ich habe ständig
Fehlermeldung von irgendeinem Blablabla-Button-Auras. Also wahrscheinlich genau dem Addon, was ich eh wechseln wollte. Das ist möglich, weil ich glaube halt, Inline-Aura wird nämlich halt auch nicht mehr so richtig. Ich habe ja auch nicht mehr Inline-Aura. Aha. Gehen wir jetzt die Quest schon ab? Nein. Okay. Gucken wir nur die Leute an. Ach, guck mal, ganz rote Sachen an. Hm. Ja. Nur gut. Dann glaube ich dir das mal. Genau. So. Was müssen wir eigentlich noch machen? Töten Gott, und... Gilde. Von Liebe und Familie. Bei der Gilde schon freundlich. Okay. Das Gitter ging runter schon wieder. Naja, ist ja nicht so schlimm, weil du kannst dich ja wehren. Vor allem war ich schon auf der anderen Seite. Jetzt warten die alle drin. Oh, ich hab Gewitter. Krass, gewittert nicht ausgerechnet und... Achso, das sind Level 44 Ratten. Nicht Level 1 Ratten. Naja, sonst wäre das ja auch... Sonst wäre das auch. Ziemlich peinlich. Weißt du, was mein Lieblingsstratholm-Erlebnis war? Als der Endboss gefallen ist? Ja. Ich glaube, der Taimuan damals war, glaube ich, ganz nett, oder? Bei der Belagerung, wie hieß denn das? Die Schlacht um Stratholm hieß die, glaube ich, oder? Hä? Na, in das in HDZ? Kataklysm. Ach, schon da HDZ, stimmt. Es war eine HDZ-Inni, auf jeden, stimmt. Ja. Sowas gab es ja auch mal, krass, hatte ich voll verdrängt. Stimmt, die hätten wir bestimmt noch vergessen. Die HDZ-Innis bei unserem PC-Dings dann. Ja. Aber ja, die war nice, also denn irgendwann nicht mehr, also es war halt irgendwann uncool, wie sehr sich Arthas da ausgelassen hat die ganze Zeit. Ja, aber... Letzten Endes war trotzdem die ersten Timelines, die waren schon ganz cool. Als man halt noch was machen musste. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ja. Und war halt auch mal storymäßig wieder ein bisschen, wurde was erzählt. Dann, oh, ist das cool, mein Stun, ey. Ja. Ich mag den. Vor allem, dass er frei platzierbar ist, ist er nämlich auch noch nicht. Vor allem, dass er nicht bricht, wenn man haut, so wie meiner. Deiner bricht, wenn er haust? Ja, Kriegsdonner. Kriegsdonner? Nee, das hält doch nur eine halbe Sekunde. Aua, 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 aua. L2. Ja? Mhm. Das bricht, wenn du die schlägst? Ich glaube. Ich schlag immer nur alle 2 Sekunden zu. Liest du bitte nochmal einen Tooltip durch? Das kann ich ja fast nicht glauben. Betäuben, 2 Sekunden lang, 5 Feinde. Hm. Achso, ich habe das mit erschütterndes Gebrüll verwechselt. Komm weg hier. Ich hab Aggro. Ich hab die nicht umsonst dahin gezogen. Ja. Habe ich noch eine Bastelpatz und so, oh geil, das ist voll Retro-Feeling hier. Verschiebt. Stirb doch mal endlich hier. Cool. Ich bin auf jeden Fall schon fröhlich CDs nutzen. Ja, ist doch gut. Ich habe gestern oder heute Nacht irgendwann um 4 oder so auch meine erste Inni getankt. Seit 3 Jahren ist erstmal wieder getankt. Ja, und der Heiler hat auf jeden Fall ordentlich zu tun. Oh. Tempel im Mob halt. Mob. Ja, aber hat auf jeden Fall ganz schön zu tun gehabt, der Heiler. Das weil ich hätte mit diesen CDs, mittlerweile musst du ja, kannst du ja nur runterfahren, dass du halt mehr oder weniger immer eine CD drin hast. Ja. Die hatte ich natürlich nicht so ganz drauf. Aua, 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 aua. Geh da nicht rein, ich kann dich da nicht heilen. Hatte ich jetzt nicht vor, zumal wir erstmal
den kleinen Boss machen können, bevor wir zum großen gehen, oder? Ist das ein Boss? Das ist ein Boss. Okay. Right? Right. Also noch vor ein paar Folgen hast du mich immer noch vorher vollgeheilt, bevor wir hier... Naja, mittlerweile sind wir ja so... Aus dem FF haben wir das hier drauf. Wenn du aus dem Feuer rausgehst... Wenn ich nicht betäubt wäre... Ja. Schon wieder... Mann. Da machst du was mit. Ja, ich habe auch das Gefühl, immer umso höher wir kommen, dass mein Schaden nicht so toll ist, wie ich dachte. Meinst du, der steigt nicht so, wie er sollte? Ja. Ich meine, in den ersten Innis haben wir 3 Ks auf dem Boss gemacht, da ist er umgefallen. So, müssen wir nicht doch das Bild hier mitnehmen? Ja. Ja. Wo ist es? So, da ist es. Oh, da ist er. Der Typ. Alles klar. Sternele. Dann mal los. So, schneller wie Propeller. Ah. Der Ele verliert auf jeden Fall schneller Gesundheit als der Gute hier. Und jetzt schlafe ich auch noch. Dabei trinke ich doch Energy Drinks. Ich verstehe es nicht. Nichts hilft, ja, wie versprochen. So ein Kaffeestarken. Kaffee. Nee, aua, hör auf. Tut mir leid. Wollte ich gerade fragen. Jetzt schlafe ich. Oh, der Edel lebt da noch. Ist alles gut. 66 Leben hat er noch. Jetzt ist er tot. Schlafe. Gedankenschlag hat er gemacht. Oh, wenn ich aufwache, ist der Boss tot. Ja. Cool. Mein Airchock war nämlich voll aufgeladen. Das ist ein hässlicher Helm. Dafür ist es schwer. Aber, ganz nett. Ja, das ist gar nicht mal so super hässlich. Was, kann man nur 2 Quests abgeben? Nee. Ich kann den bei dem einen Typen schon mal. Ihr bekommt einen Rücken. Ach. Braucht doch keiner. Gut, ich renn schon mal raus. Ach so, nee, machen wir jetzt die 2. Stratholm-Inni? Ne, wir machen jetzt. Sulfarak? Genau. Dann so. Lass uns mal gucken, ob wir hier vor der Inni irgendwo noch einen Flugpunkt rankriegen. Okay. Alles klar, ja. Cool. Wieder 2 Level gemacht, das gefällt mir. Tschüssi, Lee. Ciao, ciao und bis. Genau, wir sehen uns wieder in Tanaris. Macht's gut!